Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Shimmer News der letzten Wochen. Ich bin Alexander, frisch aus den Flitterwochen. Los geht's! Als erstes sprechen wir über den großartigen Erfolg von den Treasure Hunt. Am 16. Mai erreichten das Shimmer-Netzwerk 1,8 Millionen Transaktionen und das auch noch recht flüssig. Insgesamt bis heute, 24.05., werden knapp 15 Millionen Transaktionen durchgeführt bei 215.000 Wallets. Den dritten Platz belegte ApeDAO, den zweiten ShimmerSea und der Gewinner ist TangleSwap. Dave hat einen ausführlichen Bericht auf Discord darüber geschrieben. Die Treasures of Shimmer Kampagne war für das Wasp-Team erfolgreich und lieferte wichtige Einblicke in das Verhalten des Netzwerks unter hohem Datenverkehr. Obwohl es Spitzenzeiten gab, übertraf die Chain die Erwartungen in Bezug auf Leistung und Durchsatz. Die Identifizierung von Engpässen und Betriebsproblemen sowie die Priorisierung des Prunnings für nicht archivierte Knoten sind die größten Aufgaben vor der Veröffentlichung eines Shimmer EVM Release Kandidaten. Weitere Verbesserungen und Zusammenarbeit mit anderen Teams sind geplant, um Einzahlungen und die Wartung der Knoten zu optimieren. Das Hauptziel bleibt ein erfolgreicher und nachhaltiger Start von Shimmer EVM, wobei Qualität und Stabilität Vorrang haben. Selbstverständlich gab es auch ein paar kleine dunkle Wolken über diesen Event. Wo Geld im Spiel ist, da sind Betrüger nicht sehr weit weg. So gab es viele Bots, Fake-Transaktionen und das Spielen mit mehreren Accounts. Alle diese Probleme wurden schnell entdeckt und die jeweiligen Projekte und Personen bestraft. Dennoch sah man öfters anhand von Zahlen, dass einiges nicht stimmen konnte. IOTA Heroes wurde erfolgreich von Audit One Team kontrolliert. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die aber schon bereinigt worden sind. Den kompletten Report könnt ihr in den Quellen nachlesen. Accumulator, welcher lange auf sich warten ließ, hat während des Treasures Hunt seine Pforten eröffnet. Das Besondere hier ist, dass er automatisch die Gewinne neu reinvestiert und ihr das nicht manuell machen müsst. Ein nützliches Tool für ShimmerSea. Am 10.05. haben sie auch noch einen Medium-Artikel veröffentlicht, wo sie ihr Tool näher erklären. Der zweite Artikel ist ein Leitfaden für Yield Farmer und erklärt, wie man LP Yield Compounding auf dem Accumulator nutzen kann. Es wird erläutert, wie Yield Farmer ihre Erträge maximieren können, indem sie ihre Liquidity Provider, also LP Tokens, auf den Accumulator anlegen. Durch das Einbeziehen von mehreren Protokollen und den Einsatz von Strategien wie automatischen Compoundieren können Yield Farmer ihre Gewinne kontinuierlich steigern. Die EU will den Kryptomarkt regulieren, was an und für sich okay und gut ist, dennoch wird am kommenden Gesetzentwurf gezweifelt. Deswegen haben sich einige Projekte mobilisiert und ihre Bedenken geäußert. Die European Crypto Initiative, kurz EUCI genannt, eine der Unterstützer ist die IOTA Foundation. Das Positionspapier betont die Notwendigkeit von Interoperabilität zwischen verschiedenen Datenanbietern und Nutzern, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Auch die Bedeutung von offenen Daten und Datenzugängen, um Innovation zu fördern und die europäische Wirtschaft zu stärken. Die EU fordert weitere Diskussionen und Konsultationen, um einen effektiven rechtlichen Rahmen zu schaffen, der den europäischen Datenmarkt stärkt und gleichzeitig die Rechte der Bürger schützt. Mehr dazu in den Quellen. DJ Kayota hat ein neues Video veröffentlicht. Hier zeigt er, wie man eine Shimmer IOTA App baut und die Integration mit Flutter und Rust. Das Treasure Hunt Event hat viele neue Projekte an das Tageslicht gebracht, die im Hinterstübchen was entwickelt haben. Wenn wir vorher mit rund 9 Teilnehmern gestartet sind, sind es jetzt nach Abschluss des Events bei 16 Teilnehmern. Darunter waren auch sehr interessante dabei, beispielsweise Genie's Bounty, ein Glücksspielseite. Dort kann man in 3 kleinen Minispielen sein Glück versuchen. Das Projekt wurde von Nakama Labs erstellt. Hier ein Disclaimer, Glücksspiele können süchtig machen und sollten gemieden werden, ihr könnt euer ganzes Geld verlieren. Auch ein weiteres kleines Browserspiel können wir begrüßen, OG Adventures, welches mit seinen Skills und Klassen sehr stark an klassische Rollenspiele angelegt ist. Auch sind weitere NFT- und Deck-Seiten gestartet, die ganze Liste findet ihr auf der Treasure of Shimmer Webseite. TangleSwap hat während des Tests auch seine Pforten eröffnet, man kann aber nur traden und die Liquidity-Funktion nutzen. Lendex kann man nun ebenfalls auf der Shimmer EVM probieren, man hat nun die Wahl zwischen Ethereum und Shimmer, dabei ist Shimmer natürlich nur mit Test-Token zu benutzen. Ein bisschen Drama darf nicht fehlen, auf Discord und Twitter wurde eine falsch verstandene Information geteilt und missinterpretiert. Dabei geht es um TangleHub, diese verlassen nicht die IOTA-Plattform, aber sie würden auch wohl nicht auf Shimmer landen, da sie ihren Kunden kein Produkt auf einem Testnetzwerk verkaufen wollen. Bitte nicht zu viel bei Spec lesen, ganz viel komische Gestalten da.
BeefRest könnt ihr nun ganz bequem im Fenster euren PCs oder Macs öffnen. Das haben sie Anfang Mai getwittert. Zudem gibt es personalisierte Accounts und die UI wurde besser angepasst. Die vollen Update-Notes könnt ihr in den Quellen lesen. Außerdem haben sie die 3000 Nutzermarke erreicht aus 5 verschiedenen Ländern. Glückwunsch! Ein neues Paper wurde ebenfalls Anfang Mai veröffentlicht. TangleSim, an Agent-Based Modular Simulator for DAG-Based Distributed Ledger Technologies. Mit nur 4 Seiten gehört das mit zu den kürzeren Abhandlungen. Dabei geht es um die DAG-basierten Distributed Ledger Technologien, die parallele, asynchrone Schreibzugriffe auf ein Hauptbuch ermöglichen, was zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der jüngsten Blöcke zwischen den Knoten führt. Die Netzwerkeigenschaften der P2P-Schicht haben direkte Auswirkungen auf die Protokollleistung und die Abhängigkeit mehrerer Kernkomponenten erfordern einen umfassenden Ansatz zur Untersuchung solcher Technologien. Ein agentbasierter Simulator für groß angelegte Netzwerke, der das Tangle 2.0 Consensus-Protokoll implementiert, ermöglicht die Modellierung von Peer-to-Peer-Kommunikation, Netzwerktopologien, Paketverlust, Gossip-Protokollen, DAG-basierte Datenstruktur und Konsensprotokoll, um die Leistung des Protokolls in verschiedene Umgebungen und Angriffsszenarien zu erforschen. Kommen wir zur Assembly. Nein, es wurde nicht abgeschrieben. Nein, es wird nicht tausende von Runden geben, sondern nur 8, weniger in Spec aufhalten. Danke. Die Runde 5 endete am 12.05. und es wurden knapp 1 Milliarde ISMB ausgeschüttet. Für die neue Runde Staking wurde ein Blogpost veröffentlicht. Runde 6 von 8. Diese neue Runde startet am 19. Mai und endet am 17. August. Dafür müsst ihr nur eure Firefly Wallet auf Version 1.7.2 updaten und dann wird das Staking Event angezeigt. Und da das Event schon läuft, gibt es auch gleich ein paar Zahlen. In den ersten 5 Tagen wurden 34 Millionen Assembly ausgeschüttet. Adam treibt sich auf der Crypto Rockstars Cruise rum. Die Crypto Rockstar Cruise ist eine Veranstaltung, bei der sich Kryptoenthusiasten und Experten aus der Kryptowährungsbranche auf einem Kreuzschiff versammeln. IOTA war auch dabei. Mitte Mai wurde von der IOTA Foundation ein Job ausgeschrieben für den Senior Business Analyst in Kenia. Dieser soll mit der Trademark Africa arbeiten. Diese Stelle wurde nun besetzt. Audit One hat am 10.05. auch Sunaverse kontrolliert und es wurde nur ein großes Manko gefunden. Alles wurde behoben, Sunaverse ist also sicherer als vorher. Am 17.05. gab es in Berlin ein Event für Web 3. Mit dabei waren Assa Dalborn und Maria de la Roche von der IOTA Foundation und dann wurden die Projekte vorgestellt. Eine Aufzeichnung habe ich nicht gefunden. Habt ihr schon von Cardery gehört? Ich auch nicht, aber da ist IOTA drin. Cardery präsentiert ihr Web3-Framework. Das Framework ermöglicht es den Nutzern, die Welt der NFTs auf eine innovative Art und Weise zu erkunden. Es bietet personalisierte Empfehlungen basierend auf den individuellen Interessen der Nutzer und fördert soziale Interaktion durch Funktionen wie Kommentare und Diskussionen. Darüber hinaus ermöglicht das Framework einzigartige NFT-Erlebnisse, wie beispielsweise das Erstellen von NFT-Kollektionen und das Teilnehmen an Auktionen. Adam hat eine schöne Zusammenfassung bildlich dargestellt, was das mittlerweile große Shimmer-Universum alles zu bieten hat. Dom hat Einblicke aus den Vereinigten Emiraten gezeigt. Er schreibt, dass das Treffen mit dem Wirtschaftsminister Abdullah Al-Saleh sehr gut war und dass sie IOTA nach vorne bringen wollen. Kowai hat ebenfalls wieder ein interessantes Treffen gehabt, diesmal mit Laura Liu, die Co-Founderin von Grenade. Laut Translator stellen sie Sportnahrung her, was anhand von Kryptobildern jetzt nicht zusammenpasst. Auf der Visitenkarte steht aber Blockchain Integrated Marketing. In Twitch steht auch, dass das zu führenden Marketingfirmen gehört, denn die Gespräche über Shimmer dauern wohl Stunden. Hat jemand hier Marketing und Werbung erwähnt? Kleines Update von JenaTech. Es ist ja sehr still um das Projekt geworden. In Discord wurde gesagt, dass diese Stille Arbeit bedeutet. Am 16.05. hatte JenaTech ein offenes Forum gestartet. Eine Aufzeichnung habe ich nicht gefunden. Die Web3 2023 lief am 23. bis den 24.05. Marianne de la Roche war dort als Sprecherin zugange. Auch hier gibt es keine Aufzeichnung. Eine coole Nachricht hat Digimarc zu berichten. Das ist das Projekt, die den digitalen Pass für Produkte machen. Diese haben bei der AIM Case Study Competition gewonnen. Die Gewinner erhalten mediale Erwähnungen und können zu verschiedenen Ansprachen eingeladen werden. Herzlichen Glückwunsch! Die IOTA Foundation selber hat ein Video auf YouTube veröffentlicht mit einem Aufruf für Nachhaltigkeit, A Collaborative Effort for Blockchain for a Sustainable Future. Das Video dauert knapp 5 Minuten.
Kommen wir nun zu vielen Updates. Am 23.05. hat Dave noch ein Update veröffentlicht. Vor der Einführung eines ersten Release-Kandidaten plant das Team einige finale Änderungen, um sicherzustellen, dass der Code von Anfang an frei von Altlasten ist. Eine neue Version mit vollständigem Testnetz-Reset wird am Dienstag, den 30. Mai, veröffentlicht. Es wird empfohlen, wichtige Daten von der aktuellen Chain zu speichern oder zu exportieren, da diese zurückgesetzt werden. Das Team arbeitet weiterhin daran, offene Probleme zu lösen und Verbesserungen vorzunehmen, die in der nächsten Veröffentlichung zusammen mit dem Testnetz-Reset bereitgestellt werden. Es wird also ein großes Update kommen, noch in diesem Monat. Dabei wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Prunning-Update handeln. Außerdem wurde die Firefly für Shimmer geupdatet, 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3. Dabei ist das erste Update das größte. Die zwei anderen waren nur schnelle Bugfixes, die noch aufgefallen waren. Die Wasp Node hat ebenfalls wieder ein Update bekommen. Mittlerweile sind wir bei Alpha 20. Auch Hornet wurde aktualisiert auf Version 2.0.0 RC6. Auch das Parameter-Team hat gearbeitet. In Woche 19 wurden Fehler behoben und der Code in TangleSim bereinigt. Metric-Recorder wurde ordnungsgemäß beendet und Fehler im Zusammenhang mit der Go-Routine und dem Slowdown-Factor wurden behoben. Es wurden neue Experimente durchgeführt und Parameter für den modifizierten ICCA angepasst. Doch Kosten für die Referenzminer von nicht spammenden Knoten sind jedoch noch nicht konsistent. Es wird weiterhin an der Feinabstimmung und Fehlerbehebung gearbeitet. In Woche 20 wurden Simulationsergebnisse gesammelt, Fehler in TangleSim behoben und neue Simulationsergebnisse für verschiedene Szenarien generiert. Es laufen Experimente zur Implementierung der Phishing-Bedingungen und Parametertabellen werden weiter verfeinert und aktualisiert. In Bezug auf Netzwerkkommunikation wurden zwei Forschungsarbeiten akzeptiert und es wird an der Aktualisierung des White Papers gearbeitet. Schließlich fanden Diskussionen zur Dauer der Epoch und zur Finalisierung statt und kleinere Überarbeitungen wurden angenommen. Die Parameter-Taskforce hat immer noch Fehler im RMC-Bing-Zweig und arbeitet an der Fehlerbehebung. Es gibt eine lange Bestätigungszeit, die für Debugging-Zwecke konstant gehalten werden soll. Die Phishing-Bedingungen wird weiterhin in Refactor Simulator implementiert und die Tangle-Time wird dynamisch aktualisiert. Ein fehlerfreier Commit wurde identifiziert, die Parametertabellen wurden kontinuierlich aktualisiert und die Metriken werden verfeinert. Im Bereich Anreize wurden erste Updates am Whitepaper abgeschlossen und es wird eine Abstimmung mit der Account Task Force über Liquid Staking durchgeführt. In Bezug auf die Finalisierung geht es um das Gewicht der Commitments und die Bedeutung für die Lebendigkeit des Protokolls. Es besteht die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit dem Skolkovo Institute of Science and Technology zum Thema zufällige Beacons. Das war's mit dieser Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.